Google ist wichtig, für nicht nur für alle Nutzer, für die Gesellschaft, auch für die Journalisten und hat auch durchaus großen Einfluss auf beispielsweise Wahlen. Jetzt hatten wir gerade die Europawahlen. Inwiefern beschäftigen Sie sich auch eben mit Google, Google News Lab, mit dann Wahlen und den Medien und Journalisten? Ja, also wir beschäftigen uns ja eigentlich schon mit vielen Wahlen, nicht nur jetzt der Europawahl. Und wir haben dieses Mal den Fokus auf drei Dinge gelegt. Also zum einen, wie können wir Wähler, Wählerinnen informieren, also die relevantesten Informationen zur Verfügung stellen. Zweitens, wie können wir die Integrität der Wahlen schützen. Und wie können wir aber auch Journalisten und Kampagnenteams mit Werkzeugen, mit Tools unterstützen. Und das Wichtigste ist, glaube ich, auf der einen Seite, dass Wähler und Wählerinnen die relevanten Informationen am Wahltag oder in den Tagen davor bekommen. Das heißt, Fragen wie, wo kann ich wählen oder wann kann ich wählen, wie funktioniert die Briefwahl, sollen natürlich beantwortet werden. Und wir haben da mit dem Europäischen Parlament und der DPA, also der Deutschen Presseagentur, zusammengearbeitet, um diese Fragen bzw. die Informationen, die dann gefunden werden sollen, für alle Mitgliedstaaten verfügbar zu machen und natürlich auch in allen offiziellen Sprachen verfügbar zu machen. Zudem konnten Kandidaten und Kandidatinnen ihre eigenen Statements in die Google-Suche integrieren. Auch da haben wir dann mit der DPA zusammengearbeitet. Also es geht vor allem um die Information und auf der anderen Seite natürlich auch um die Frage, wie kann man gegen Miss- oder Disinformation vorgehen. Wir haben vor mehreren Jahren, 2016, das Fact-Check-Tag eingeführt, also ein Tag, was man setzen kann für Artikel, die ein Statement oder eine Aussage verifiziert haben. Und das haben wir ausgeweitet, um natürlich dem Nutzer oder der Nutzerin die relevanten, aber natürlich auch die faktenbasierten Informationen zu geben. Und wie groß ist diese Herausforderung? Das ist ja wahrscheinlich das Schwierigste, gegen Desinformation vorzugehen, oder? Ich glaube, das ist eine Herausforderung, die uns alle betrifft und wo wir alle natürlich auch die Verantwortung sehen und sehen müssen. Auf der einen Seite kann man Produkte entwickeln oder Produkte verbessern, um gegen diese Herausforderung anzugehen. Auf der anderen Seite kann man aber natürlich, und ich glaube, das ist total wichtig, mit unterschiedlichen Organisationen auch zusammenarbeiten. Das heißt, wir können Produktmaßnahmen vornehmen, aber wir glauben vor allem daran, dass Zusammenarbeit zwischen Medienorganisationen, Faktencheck-Organisationen, Journalisten und uns einen Beitrag dazu leisten kann, dieser Herausforderung gerecht zu werden bzw. Lösungsansätze zu finden. Und das haben wir auch jetzt im Vorfeld der Europawahl gemacht. Wir haben viele Trainings durchgeführt für Journalisten, für Kampagnenteams, um diese Aufmerksamkeit zu schaffen für das Thema. Mhm. Journalisten sind jetzt ja noch, ich sag mal so, grundsätzlich schon geschult und können mit solchen Themen vielleicht auch noch besser umgehen. Für die Bürgerinnen und Bürger ist es wahrscheinlich noch schwieriger zu erkennen, was ist da wahr, was ist nicht wahr. Wenn ich bei Google etwas suche oder auch auf anderen Plattformen natürlich, was für eine große Herausforderung ist das insgesamt für unsere Gesellschaft, gerade in diesen Zeiten, dass wir einerseits ja auf mehr Informationen zugreifen können, andererseits oft nicht wissen, was wird uns da gerade aufgespült? Ja, ich glaube, das sind, das ist natürlich eine große Herausforderung und ich glaube, da muss man sehr früh anfangen, das Thema Medienkompetenz in den Vordergrund zu schieben. Sowohl in Schulen, aber nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei den Lehrern, die vielleicht etwas weiter weg sind von den Social Media Plattformen oder den Möglichkeiten. Also in den Schulen anfangen, in den Universitäten anfangen und aber, glaube ich, auch noch stärker erklären, wie funktioniert eigentlich Journalismus und wie recherchiert
ein Journalist, wenn er eine Falschaussage verifizieren möchte. Also wirklich den Hintergrund besser zu erklären. Und wenn wir das schaffen und wenn wir das auch unterstützen können, ich glaube, dann können wir diese Lücke vielleicht auch ein bisschen füllen. Weil das ist klar, das ist eine große Herausforderung, wenn viele Menschen nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt ein Qualitätsmedium oder von wem kommt eigentlich die Information?